Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pikmin 2, Tag Nummer 7. In der letzten Folge haben wir uns den Weg zur gelben Zwiebel vorgebahnt und in dieser Folge werde ich einfach mal gucken, ja, dass das Ganze hier so weitergeht und dass wir die gelbe Zwiebel vielleicht auch bekommen. Ich weiß nur nicht, ist jetzt dieser komische feurige Bullbär wieder dabei. Also ist er wieder da. Deswegen werde ich jetzt einfach mal mir 95 der roten Pikmin nehmen. Falls ich das Ding wirklich nochmal bekämpfen muss, sind wir vorbereitet. Sind wir definitiv vorbereitet. Oh yeah. So. Entschuldigung, da muss ich gerade ein bisschen soundmäßig ausjustieren, weil ich immer so ein bisschen die Angst habe, dass ich so leicht übersteuere. Und das will ich natürlich nicht. Ist ja klar, dass ich nicht will, dass ich übersteuere, weil wer mag schon übersteuerten, zu lauten und kratzigen Sound? Komm, werf schneller! Schneller kann ich nicht drücken. Und zack. So komme ich jetzt nach oben. So, alles klar. Und den einen lassen wir jetzt erstmal dort stehen. Da haben wir ja beim letzten Mal gesehen, da passiert nicht viel, wenn wir das machen. Okay, der Bullbär ist nicht mehr da. Das ist gut. Dann gucken wir hier einfach mal weiter und sehen. Ui, da, die neue Zwiebel. Müsste nicht eigentlich hier irgendwie eine Art Cutscene oder sowas kommen? Okay, wisst ihr was? Das ist jetzt bescheuert, dass ich die ganzen Pikmin dabei habe. Ich werde mir jetzt mit Louis die ganzen Pikmin abholen und dann mit Olima da oben die große Gelbsucht machen. Okay, offenbar habe ich mir das mit den Cutscenes verkackt. Oder es geht nicht, weil ich zu viele Pikmin dabei habe oder so. Olima. Louis. Das finde ich auch immer cool, wenn man den Captain wechselt. Dass das Spiel dann auch so sagt. Olima. Louis. Ihr kommt mit. So, kommt ihr mit? Sehr gut. So. Dann werde ich jetzt mit Louis erstmal eine ganze Menge von diesen Pikmin nach Hause bringen. Dann hole ich mir die gelben und dann hole ich mir beim nächsten Mal die blauen am nächsten Tag. Wie gesagt, die 2-3 Tage sind jetzt ziemlich unproduktiv. Aber naja, ich mach das. Das ist schon alles so ein bisschen mit Bedacht auch. Ah, ich muss die anwisseln für die Cutscene. Hallo. Hä? 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 Das gelbe Pikmin ist vom Baum geklettert und starrt jetzt in unsere Richtung. Offenbar bevorzugt es hochgelegene Plätze. Außerdem scheint es sehr leicht zu sein. Zusätzlich verfügt es über sehr große Ohren. Müsste ich es benennen, würde ich es als Ohren-Pikmin bezeichnen. Aber ich werde den Namen verwenden, den Olima dieser Art gegeben hat. Merkwürdig, meine Sensoren für statische Elektrizität schlagen heftig aus. Was könnte das bedeuten? Vielleicht, dass statische Elektrizität bei den gelben Pikmin vorhanden ist? Ganz einfach. So, kommt her, meine Pikmin. So. Das ist jetzt erstmal das 5er-Pallet. Ich weiß nicht, was ich mit Louis währenddessen machen kann. Ich werde erstmal die Gegend hier noch ein bisschen auskundschaften. Vielleicht gibt es ja doch was zu tun. Das war die Brücke, der Shortcut quasi dorthin. Dann könnte ich die hier oben raufwerfen. Hier lang latschen lassen. Und dann hierher kommen, um darüber zu kommen. Oh, das Vieh hat offenbar einen Dingens verschluckt. Okay, das ist das, was ich jetzt mit Louis machen kann.
während Olimar die gelben Pikmin züchtet. Und dann können die da hinten erstmal die Brücke fertig machen und dann zu dem Tor dort hinten. Aber ohne die gelben Pikmin können wir da auch nicht allzu viel anfangen. Denn das schien mir auch nach so einem elektrischen Tor zu auszusehen. So. 10, alles klar. Damit haben wir dann 20 von den gelben Pikmin. Oh, da hätte der Bullbär wäre so gut gewesen. Ich glaube, der gibt 50. Ach, das hätte ich am letzten Tag alles machen sollen. Okay, Sheer Grubs. Ah ja, stimmt. Und dann haben wir ja noch das Ding dort. Da war ja auch was. Nee, das wäre eigentlich ziemlich gut gewesen, wenn wir dann direkt 50 gelbe Pikmin gehabt hätten. Aber da war ich einfach mal nicht schnell genug oder nicht gut genug, um das zu machen. Irgendwie habe ich da gestern total was verkackt. So, 50. Noch haben wir 60 Pikmin. Die sind mit dem Pellet also noch nicht ganz bei dem Dingens gewesen. Bei der Zwiebel. Ah, jetzt. Okay, jetzt machen wir hier erstmal die Sheer Grubs fertig. Ich glaube, das sind Sheer Grubs. Ich weiß es nicht genau. Oder Sheerix. Ich habe keinen Plan. Irgendwie sowas. So, schmeißt sie da hoch, Louis. So, mit Olimar jetzt erstmal hier die Typen pflücken. Wie war das nochmal mit Aufgabenverteilung? War da nicht irgendwas? Menü. Items. Radar. Ah. Ja, ich dachte eigentlich irgendwie, ich kann den beiden unterschiedliche Aufgaben verteilen, aber das ist wohl nicht ganz so möglich. So. Nein, nicht ganz. Okay, alles klar. So, und jetzt alles schön an die Brücke da. So, alles klar, jetzt kommen wir zurück zu Olimar. Und mit Olimar... Ja, holen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Nektar. Natürlich könnten wir auch die Potions da benutzen, aber das wäre viel zu viele Verschwendung. Viel zu viel Verschwendung, weil wir brauchen jetzt weder Geschwindigkeit noch Stärke. Die natürlich dann in Blumenpigment zu verwandeln direkt ist ganz cool. Schon fertig? Alter Schwede, das ging schnell. Okay, dann bleibt mal da hinten, bitte. Ja, genau. Mach das einfach mal, ohne dass ich da bin. Gut, dann kommt mal mit, ihr Gelben. Okay, das können wir... Wie sollen wir das machen? Das ist im Wasser. Soll das funktionieren? Naja, okay. Ist eine Sache für einen anderen Tag, würde ich sagen. Na, kommt ihr? Sehr gut. So. Lapdidapdidu. Darf ich das Ganze nochmal mit Olimar machen? Bei dir ist alles okay? Bei dir ist alles okay. So. Habe ich heute schon zwei Pikmin verloren? So. Dann brauchen wir jetzt nämlich euch hier. La 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 la
Solltest du so nämlich gar nicht machen. Dummes Vieh. Autsch. Das wollte ich nicht, aber okay. Ich glaube, da drin können wir auch nichts machen, weil wir keine Wasser, also keine blauen Pikmin haben. Das ist natürlich blöd. Lui. Du kannst mit den 48 roten... Muss ich jetzt wieder... Na, die muss ich jetzt wieder zurück navigieren, damit die heil zu Hause ankommen. So, ihr macht das da weiter, was okay ist. Fallt mir nur nicht da hinten irgendwo runter. Ach, die Pikmin können hier gar nicht nach unten, oder doch? Ach, in die Richtung hier geht das gar nicht, oder was? Okay, das ist kacke. Das ist ja mal mega kacke, Moment. Kann man da irgendwie von der Seite aus dann die Pikmin bekommen? So was, wir machen jetzt erstmal einen auf den hier. Gucken hier hinten, okay. Jetzt gucke ich mir mit Louis das Karree hier mal an. Okay, da ist nichts. Hier ist die Brücke, die wir gebaut haben. Ha. Das ist alles sehr verwirrend. Hier haben wir das komische Ei. Ich weiß nur nicht, wie man halt von der anderen Seite aus die Pikmin auch noch wiederbekommen soll. Da ist gar keine Schräge, so wie ich das eigentlich gerade irgendwie optisch gesehen hatte. Ah, das ist dann von hier aus, okay. Das sieht mir wirklich eins zu eins wie die Landschaft aus, die wir auch in Pikmin 2, in Pikmin 1 hatten. Okay, ich komme jetzt hier oben rauf, aber das bringt mir doch auch nichts. Wobei, du machst jetzt einmal den hier. Genau, und dann wandern wir nochmal nach hier hinten. Einfach damit wir euch sicher haben. Okay, der heutige Tag war wieder so extrem ineffektiv. Wo fehlen mir 10 Pikmin? Ach, ich habe die 10 anderen gelben Pikmin gar nicht gepflückt, wie es aussieht, ne? Das ist es doch. Nee. Ach, ich habe 10 rote Pikmin da unten im Dingens. Im Boden bei der roten Zwiebel. Die Frage ist nur, wie soll ich jetzt zur Zwiebel zurückkommen? Ohne dass meine Pikmin alle ins Wasser wandern. Das verstehe ich gerade nicht ganz. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier in Sicherheit. Machen einen auf den hier. Nehmen Louis einzeln. Louis einzeln, habe ich gesagt. Whistlen euch mit Olimar. Ne, doch. Genau. Gehen da auf Nummer sicher. Ihr seid in meiner Gruppe. Das bedeutet, ihr seid sicher. So. Dann werde ich mit Louis jetzt erstmal hier rüber rennen. Um zu gucken, was es mit der Zwiebel und so auf sich hat. Ob ich da wirklich einfach nur welche nicht gepflückt habe. Na gut, hier haben noch 2 rumgestanden. Und hier sind ein paar Pikmin, die schon Blumenpikmin sind. Okay, das sind 10. Geht rüber. So, und du hast die 68 von 68. Jupp. Ja, dann warten wir die paar Sekunden noch aus. So, jetzt haben wir die gelben Pikmin. Und mit den gelben Pikmin können wir uns die blauen Pikmin holen. Was für ein ineffektiver Tag schon wieder. Aber es ist okay. Das ist okay. Es hätte sowieso alles wesentlich besser laufen können, als so wie es gelaufen ist. Aber, naja, machst du nichts, ne? Stimmt, es waren die beiden, die die Sheargrubs zurückgetragen hatten. Hey, ei, 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 ei.
Und wieder keine Nahrung für euch, ihr blöden Frösche. Für euch gibt es nichts mehr. Ach, so ein Quatsch, alles, was ich hier mache gerade. Ganz ehrlich. Ich bin heute irgendwie, glaube ich, nicht so wirklich im Pikmin-Betrieb, aber... Naja, gebt mir noch die nächste Folge und dann läuft das. Wieder nichts gesammelt. Naja. Das passiert. Aber wenigstens ein paar Pikmin dazu bekommen. Das ist doch nicht verkehrt. Eine Mail. Habe gerade einen Anruf vom Kreditgeber erhalten. Der hat vielleicht eine gruselige Stimme. Mein Leben hängt an einem Faden. An die Arbeit, ihr Vollpelze. Was willst du denn jetzt von mir? Ich habe schon ein Drittel. 30% abgezahlt, du Penner. So, aber ich würde an der Stelle sagen, ja, gucken wir dann beim nächsten Mal, ob wir im Wald des Erwachens uns die blauen Pikmin holen können. Aber das war's dann erstmal mit dieser Folge von Let's Play Pikmin 2. Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin HBK und sag an der Stelle, tschüss, bis dann.